Westmecklenburg. Hier leben und arbeiten wir. Stecken unsere Kraft und Leidenschaft in unsere Unternehmen. Doch wer engagiert sich eigentlich dafür, dass unsere Region wirtschaftlich stark ist? Und wer sorgt mit seinem Engagement dafür, dass die duale Ausbildung lebt und jedes Jahr die Fachkräfte der Zukunft ausbildet? Wer engagiert sich dafür, dass aus meinen unternehmerischen Bedürfnissen starke Forderungen an die Politik werden? Wir alle sind IHK. Denn IHK ist kein Amt. IHK ist Ehrenamt. Und das hat Tradition. Eine Tradition, die einer einfachen Grundidee verpflichtet ist. Unternehmerische Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. Und wir sind nicht allein. Über 5000 Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland engagieren sich heute ehrenamtlich als Vollversammlungsmitglieder und mehr als 160.000 Fachkräfte als Prüfer in den IHKs. Damit sind wir das pulsierende Herz einer jeden IHK. Wir bringen unsere Kompetenz als Unternehmer und Fachkräfte in die IHK ein und wissen am besten, was die regionale Wirtschaft braucht. Das höchste Ehrenamt hat der Präsident inne. Er steht an der Spitze der IHK zu Schwerin und vertritt gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer die IHK rechtsgeschäftlich und öffentlich. Präsident und IHK-Präsidium legen die Richtlinien der IHK-Arbeit fest und überwachen die Geschäftsführung. Sie alle sind der Vollversammlung der IHK zu Schwerin verpflichtet, unserem Parlament der regionalen Wirtschaft. Ehrenamt macht Spaß. Man kann durchaus Veränderungen angehen und mitwirken, dass diese Veränderungen wirken. Man wird gehört und wenn man nichts tut, sitzt man zu Hause und kann auch nichts bewirken. Also insofern kann ich alle nur ermuntern, ehrenamtlich tätig zu sein, um was zu bewirken. Damit Interessenarbeit überhaupt arbeiten kann, muss klar sein, was die regionale Wirtschaft will, was wir wollen. In unseren Ausschüssen bündeln wir die Interessen der Mitgliedsunternehmen, wirken als deren Sprachrohr und bereiten Beschlüsse der IHK-Vollversammlung vor. Hier kommen wir mit unserem unternehmerischen Sachverstand zusammen. Sachverstand, der unverzichtbar ist, damit die IHK immer am Puls der Zeit ist. Der Regionalausschuss der Industrie- und Handelskammer beschäftigt sich regional mit nicht nur seinen Teilnehmern, sondern mit Unternehmen vor Ort und schaut natürlich ganz genau hin, wo gibt es Probleme, wo gibt es Anregungen, Veränderungen, die ganz wichtig sind und die dann mit in die große Vollversammlung getragen werden und dann mit berücksichtigt werden können bei weiteren Entscheidungen. Unser Engagement eröffnet Karrierewege und sorgt dafür, dass Deutschlands berufliche Ausbildung weltweit höchstes Ansehen genießt. Wir IHK-Prüferinnen und Prüfer zeichnen uns durch fachliche Kompetenz, Menschenkenntnis und Verantwortungsbewusstsein aus. Wenn man selber ausbildet und zum Schluss sieht, was denn dabei rausgekommen ist und in die strahlenden Gesichter sehen kann, auch von anderen Auszubildenden, die dann die Prüfung bestanden haben. Und man kann dann die Bescheinigung überreichen. Das ist dann einfach immer ein schönes Gefühl. Junge Menschen motivieren und auch Kraft geben und auch ein bisschen Ruhe während der Prüfung mit ausstrahlen, damit sie gut durchkommen durch die Prüfung. Und zum anderen sind wir ja alle in dem Problem, dass wir keine Fachkräfte mehr haben. Und wenn wir ausbilden, dann müssen wir als Ausbilder vielleicht auch sagen, okay, dann muss ich auch mit in die Prüfung gehen und muss da unterstützen. Ich kann da nicht nur ausbilden und erwarten, dass andere dann irgendwie die Prüfung im Ehrenamt abnehmen. Gleichzeitig für mich, ich kann auch meine Wissen erweitern, immer auf den neuesten Stand sein. Man, es macht unheimlich viel Spaß. Wir sind IHK, auch ohne festes Ehrenamt. Auf den Netzwerkveranstaltungen der IHK zu Schwerin knüpfen wir Kontakte und auf den zahlreichen Diskussionsveranstaltungen haben wir die Möglichkeit, auch ohne Gremienarbeit wertvolle Impulse in die IHK-Arbeit einzubringen. In Umfragen zeigen wir, wo der regionalen Wirtschaft der Schuh drückt und machen damit Druck auf die Politik. Wir haben alle Möglichkeiten, uns zu beteiligen. Denn IHK, das ist Mitwirken. IHK ist Ehrenamt, das sich lohnt. Die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, neben den beiden anderen Schwesterkammern in Mecklenburg-Vorpommern, vertreten ja immerhin 80.000 Unternehmen.
Und wenn man dann auf der Landesebene etwas erreichen will, dann ist die Bündelung dieser Kraft, glaube ich, eine ganz wichtige und ein entscheidendes Argument. Es reicht eben nicht, wenn nur ein, zwei Menschen eben ihre Stimme erheben und sagen, da habe ich vielleicht eine etwas andere Meinung dazu oder da brauchen wir veränderte Rahmenbedingungen, sondern ich glaube, die Gemeinschaft aller derer, die sich engagieren, ist ganz wichtig und entwickelt dann auch die entsprechende Wirkung auch gegenüber beispielsweise wiederum politisch Verantwortlichen. Ich bin IHK. Wir sind IHK. Du bist IHK.